Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge hier noch ein bisschen das Dorf gelootet und wollten uns ein kleines Schränkchen bauen, aber ein kleines Schränkchen war nicht drin, weil kein Metall und so. Ja, dann würde ich sagen, wir looten hier das Dorf mal weiter. Wir haben es noch relativ früh, gerade mal 9:30. Sind bloß noch ein paar kleine Zombies. Ich glaube, jetzt hat uns einer gehört. Mach mal die Tür zu, falls er durchs Haus gerannt kommt. So, den dort haben wir noch. Ja, also wir haben die Häuser hier schon gelootet. In diesem Superstore waren wir auch schon drin. Waren wir noch nicht drin? Okay, ich dachte, wir waren hier schon drin. Entschuldigt, ich nehme alles zurück. Ich habe gelogen. So, ach du Scheiße, hier liegt schon wieder so viel. Also da muss ich sagen, das ist tatsächlich etwas zu viel für das Dorf hier, weil man freut sich einfach nicht mehr über Loot. In den ersten Dörfern war es halt so, dass man tatsächlich auf jedes Stück Fleisch, Fisch oder auch Getränke so krass angewiesen war, dass man sich einfach so mega gefreut hat, wenn man etwas gefunden hat. Na, von wo? Von da kommt er. Ja, komm her. Reicht da auch einer aus dem Nahkampf? Ja, reicht. Schön. Ja, dass man sich halt so krass gefreut hat, weil man was gefunden hat, weil man schon oben die ganze Zeit mit dem Blick auf den Stats war und sich dachte, scheiße, wir müssen. Und jetzt ist Loot so krass im Überfluss da. Ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so, dass wir das Spiel ein halbes Jahr lang spielen, dass wir hier mittlerweile so krass unterwegs sind, dass wir alles im Überschuss haben. Sondern eigentlich sind wir ja noch relativ am Anfang. Also klar, ich glaube, das Spiel geht nicht mehr allzu lange. Es ist halt noch nicht allzu groß. Aber ich finde trotzdem, dass das hier viel zu viel Loot ist. Einerseits wird es langweilig, die ganze Zeit zu looten. Und andererseits freut man sich halt auch nicht mehr so richtig drüber. Und das finde ich etwas schade. Denn wenn ein Survival-Game aus einer Sache besteht, dann doch aus Freude, etwas zum Survival zu finden, oder? Ist aber auch nur meine Meinung. Kann natürlich jeder denken, wie er möchte. So, Dächer lohnt sich nicht. Ach ja, und hier können wir auch gar nicht hochlaufen. Okay, dann lassen wir das. Schöne leere Pfandflaschen aus dem Container holen. Wir sind doch Pfandpiraten. So, was ist denn jetzt hier? Ja, komm. Ja, komm. Schön, wie die mir alle schön direkt vor die Waffe rennen. So, wir halten jetzt erstmal die aus, weil wir machen nicht hier. Also dieses Klopfgeräusch, bitte entfernt es oder macht es leiser oder lass die halt einfach nicht so schnell klopfen. So, wo denn noch? Wahrscheinlich noch weiter oben, ne? Okay, ich höre noch jemanden laufen. Aber ansonsten haben wir erstmal wieder Ruhe. Die Tür haben wir natürlich versaut, das tut mir sehr leid. Ansonsten hätten wir auch bloß den Raum versaut, macht auch keinen großen Unterschied. Gut. Dann lasst uns hier nochmal schnell durchlooten und dann sind wir doch schon fast fertig mit dem Dörfchen hier. Und dann schauen wir mal weiter. Ich kriege mittlerweile immer mehr Lust. Ja, dann sollte man vielleicht auch keine Pause beim Reden machen, sonst könnte das etwas verkehrt klingen. Ich bekomme immer mehr Lust, ein schönes Häuschen zu bauen. An unserem See oder am Fluss, je nachdem, wie es nun klappt. Vielleicht kann man ja mit dem Update mittlerweile auch überall sein Bettchen hinbauen. Kann man vielleicht auch in fremden Betten? Nee, in fremden Betten schlafen ist nicht drin. So, ich glaube, der kommt hier immer näher, oder? Aber ich sehe keinen. Nö. Dann habe ich das vielleicht nur geträumt. Da wir gerade von fremden Betten gesprochen haben. Gut, also in fremden Betten mag er nicht schlafen. Kann ich aber nachvollziehen, wenn man mal guckt. Diese vollgepissten Matratzen hier. Da würde ich mich auch nicht reinlegen. Zumindest nicht nüchtern. Mit 3 Promille im Blut ist das nochmal was anderes. So, was ist hier? Wer hat denn Geld im Ofen? Also, das erinnert mich wieder an KIZ mit Geldessen. Ne? Vielleicht haben sie es wirklich versucht. Aber ich glaube, Geld schmeckt auf warm nicht besser als kalt. Da esse ich doch lieber Kalb. So, schlechte Reime sind mal wieder am Start heute. So, hier haben wir noch nicht gelootet. Hier hat man bloß den kleinen Zomborino getötet.
Ach ja, Loot über Loot. Ist zu gut für unseren Hut. Nein, okay, ich sollte aufhören mit Reimen, es wird immer schlechter. Aber ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich noch erzählen soll, wenn es die ganze Zeit nur um Looten geht. Also ich meine, ich quatsch ja schon echt viel und mir fällt doch immer wieder was ein. Aber wenn wir hier die ganze Zeit nur die gleichen Schränke öffnen, dann wird es langsam auch etwas schwierig. Gut, ich möchte mich nicht weiter beschweren. Und ich glaube, das habe ich schon 100 Mal gesagt, dass ich mich ab jetzt nicht mehr beschwere. Aber was soll's, ich möchte euch auch nur die Emotionen wiedergeben, die ich auch habe beim Spielen. Bringt da nichts, wenn ich hier die ganze Zeit eine auf, oh, ist das geil und oh, guck mal hier der Schrank und wie die Türen aufgehen und oh, dieser Ofen, oh, guckt euch das an hier. Gas 3.0, A-Triple-Sternchen, verbraucht fast keinen Strom, weil ist halt Gas, ne? Und ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ihr sollt ja auch mitkriegen, wie das Spiel so wirkt und was es aus einem macht. Und von daher hat man halt auch mal gute Laune und man ist auch mal angenervt von Sachen. Das gehört nun mal dazu. Und das möchte ich euch so wahrheitsgemäß wie möglich wiedergeben. So, hey mein Bruder, komm mal her. Ja. Och, hier klopft es doch schon wieder. So Riesenschränke und dann ist fast nichts drin. Das ist doch Platzverschwendung. Ein Schränkchen. Nö. Da waren wir gerade. Drüben auch. So, wer kloppt denn hier? Ich glaube in der Garage, ne? Wo kommen wir denn in die Garage rein? Mensch, ganz schön verwirrendes Haus hier. So, gucken wir mal. Wahrscheinlich von hier. Ja. Hey, das war ja ein schneller. Und auch die Garage ist... Nö, ist nicht ganz leer. Ein Sanikasten in der Garage ist immer wichtig. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Lasst uns nochmal kurz nach vorne schauen. Okay, hier geht's nicht weiter. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber doch, in dem Haus da hinten waren wir. Hier haben wir noch so eine kleine Hütte. Aber verratet mir bitte, wie wir da hinkommen sollen. Na gut, da gucken wir da nochmal schnell. Ich hau uns noch ein Energy rein. Wir haben schon wieder 35 Kilo, ne? Wahnsinn. Naja, wir platzieren dann gleich nochmal etwas in unserem Gürtel oben um. Mann. Das ging ja schon wieder richtig schnell. Lasst mich nochmal kurz hier reinschauen. Also nicht hier, sondern hier. Ich bin mir tatsächlich recht sicher, dass wir hier schon drin waren, ne? Jo, hier waren wir drin. Okay, ich gehe schon wieder raus. Es ist aber wirklich sehr, sehr schwer zu merken bei den ganzen Häusern, die man hier lootet. So, okay, dann schauen wir hier nochmal rein. Oh, eine Fortsetzung der Handlung hinter diesen Toren ist geplant. Es wird helfen, die Stadt zu verlassen, aber erst mit der nächsten Veröffentlichung. Okay, nicht ganz richtiges Deutsch. Lass uns nochmal gucken. Eine Fortsetzung der Handlung hinter diesen Toren ist geplant. Es wird helfen, die Stadt zu verlassen, aber erst mit den nächsten. Okay, also... Hinter den Toren ist noch nichts weiter, kommt dann erst mit nächsten Updates, aber es wird helfen, die Stadt zu verlassen. Damit möchte er uns wahrscheinlich sagen, dass es natürlich noch den Weg mit der Weiche vorne gibt. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die Autos jetzt generell alle leer sind. Wer schon die Tore meinte, durch die wir gerade sind. Ne, sind sie nicht. Hallo? Danke. Okay, na dann haben wir es doch schon. Lasst uns hier noch kurz die Autos durchgucken. Falls ich ein Haus hier vergessen habe in dem Dorf, dann seid mir bitte nicht böse. Aber ich denke, ich habe an alle gedacht. Gut, also autotechnisch ist nicht viel. Da hinten haben wir noch den Transporter. Okay, wir kommen hier rein. Aber hier ist tatsächlich bloß ein kleines Kackhaus. Okay, hier haben wir noch mal ein bisschen Loot. Wasser. Sie sind Überladene. Sie sind Überladene. Wir können nichts mehr einstecken. Alles Überladene. So, okay. 10 Stück pack mal weg. Dann haben wir noch mal ein paar Kilos. Dann gib mir hier die Sachen mit. Lüge doch nicht. Ich bin überhaupt nicht Überladene. Was ist denn hier los?
Ah, ich dachte schon, wir können mal Alkohol mitnehmen. Zwei Kassen und in jeder ein Dollar, ja, in jeder ein Dollar drin. Da lohnen sich doch direkt zwei Kassen. Wenn man überfallen wird und nur eine geklaut wird, hat man 50% von den Einnahmen gerettet. So. Mensch, ich möchte so ein Bier mitnehmen. Ich würde mir gerne mal ein bisschen einen reinsaufen. Auf die ganzen Zombies, dass wir hier so ein bisschen schwankend rumlaufen. Hä? Ey, geil. Bam, bam, bam. Geisterchips, wer kennt sie nicht? Na gut, dann trinken wir mal ein bisschen was, dass wir noch etwas Platz sparen. Oder Gewicht sparen. Ja, gönn dir die Chips, mein Guter. Obwohl das alles wirklich nicht so viel wiegt. Und es sich deswegen fast gar nicht lohnt. So, gut, nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Energy, nehmen wir mit. Oh, ganz viele Fernseher. Mensch, das war wohl ein kleiner Elektromarkt und Supermarkt in einem. Vielleicht so ein An- und Verkauf, wo man einfach noch ein paar Lebensmittel so mitkriegt. Okay. Was können wir umplanen? Wir könnten noch drei Flaschen hier drauf werfen. Moment, wir packen die mal weg. Dann packen wir hier die 10 hin. Und dann stecken wir die wieder ein. Dann sollten wir das und das noch wegkriegen. Die Kartoffeln auch noch, Schmerzmittel noch, Dosenfisch noch. Energy nicht, dann trinken wir jetzt einfach mal einen davon, dann können wir auch einen wieder einsammeln. Und dann haben wir doch alles gelootet, was hier drin war. Nein, hier ist noch ein Pillendösen. Okay, passt. Das war nicht ganz so schwer. Okay, dann lasst uns wieder zurückmachen. 14 Uhr haben wir, es ist noch etwas zeitig, aber naja. Wir haben sowieso so viel Loot. Wir haben kein Metall gefunden, ne? Ah, das ist ganz schlecht. Dann müssen wir wirklich langsam mal überlegen, was wir machen. Wir müssen ja so oder so mit dem Zug jetzt zurückfahren. Weil hier sind wir ja nun mal durch. Bringt ja nichts. Ach stimmt, auf dem kleinen Balkon waren wir, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, also fahren wir mal ein Stück zurück, dann probieren wir das mal aus, ob wir uns so ein Häuschen bauen können. Allerdings habe ich gerade ein bisschen die Befürchtung, dass wir gar nicht genügend Holz haben, um uns so ein Häuschen zu bauen. Da habe ich jetzt die ganze Zeit natürlich gar nicht dran gedacht. Naja, wir gucken mal. Und nächster Punkt ist natürlich noch, wenn wir jetzt hier so weit durch sind und kein Loot mehr finden, dann kommen wir ja nie dazu, unsere Nähmaschine zu bauen. Und alles weitere, weil wir haben ja kein Metall mehr. Wir können ja nicht mal mehr einen Schrank bauen. Das heißt, wir können bloß noch verlassen und traurig im Zug sitzen. Chipstüte für Chipstüte in uns hineinfressen. So lange, bis wir kein Essen mehr haben und dann ganz friedlich verhungern oder verdursten. Ich glaube, Wasser haben wir durch den Fluss genug. Na gut, Kartoffeln haben wir auch genug, also können wir uns einfach bloß noch bis zum Lebensende vollfressen und darauf hoffen, dass wir irgendwann gerettet werden und vielleicht noch eine Frau finden, die auf fette Kerle steht. Na, das ist doch schön. Wenn das mal keine guten Aussichten sind, dann weiß ich auch nicht. So, wie sieht's denn... 460, also Level 11 werden wir anscheinend auch nicht mehr schaffen. Wir gucken mal zurück, vielleicht finden wir doch wieder in den alten Dörfern was. Vielleicht spawnt ja der Loot doch nach, wenn man einfach nur weit genug weg ist und wieder zurückfährt. Oder vielleicht kam es ja auch einfach mit dem Update, dass da überall wieder Loot drin ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nachschauen. Was wollen wir machen? Ich bin auf jeden Fall relativ froh, dass wir hier fertig sind mit dem Dorf. Das war mir dann doch etwas zu viel des Guten und zu viel des Looten. Ach komm schon. Eine kleine Handelbank würde ich mir gern mal bauen. Oder vielleicht joggen gehen, dass der Typ mal etwas mehr Ausdauer hat. Aber der kriegt anscheinend nur mehr Ausdauer durch das Töten von Zombies. Wer kennt's nicht? Wenn man Kraftsport betreibt oder Ausdauersport, bringt doch alles nichts. Bringt lieber ein paar Zombies um. Da wachsen die Waden automatisch. Waren die Wolken vorher schon so? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach Mensch, Deutsch ist heute wieder, ne? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob man so einen schönen Himmel mit Wolken und so hatte vorher oder ob das jetzt mit dem Update kam, muss ich mir nochmal die alten Aufnahmen anschauen. So, noch ein Energy rein, los jetzt aber. Naja, 15.17 Uhr, das passt schon, dann können wir wieder so gegen 17.30 Uhr schlafen gehen.
Schauen vorher noch mal ein bisschen durch unser Loot durch und gucken mal, ob wir vielleicht doch noch einen Schrank oder so gezimmert kriegen. Ich weiß nicht, ob die kleinen Schränke vielleicht kein Metall brauchen, aber ich glaube, die brauchten alle Metall. Zumindest hat man ja Scharniere für die Türen und die habe ich bis heute noch nicht aus Holz gesehen. So, aber lasst uns mal gucken. Na, braucht auch alles ein Metall, ist nur Unterschied von Holz. Und was brauchen die Wände? Ach, die brauchen auch Metall. Das ist doch bloß eine Holzwand. Bloß wegen dieser kleinen, ach, shit. Okay, also der Traum vom Haus bleibt erstmal nur ein Schmaus. Schade. Na gut. Was will man machen? Kannst du machen? Nix. Ach, und auch voll. Ja, geil, die ganzen Schränke voll. Wir haben kein Metall mehr. Ich sehe es auch nicht ein, jetzt unsere Werkbank hier abzureißen, nur damit wir wieder Metall kriegen. Aber ich denke, früher oder später wird es darauf hinauslaufen. Obwohl, wir kriegen ja dann gar kein Metall. Wir kriegen ja bloß die Werkbank wieder. Ach, Mist. Wir hätten die nicht bauen sollen. Die bringt uns viel zu wenig. Und wir hätten uns mit dem Metall ein schönes Häuschen bauen können. Naja, gut, genügend rumgeheult. Lasst uns jetzt nochmal kurz den Loot, so weit wie es geht, hier rauspacken. Hier, das Ding wiegt doch 2 Kilo. Das passt doch genau rein. Dann haben wir 50. Hier passen auch noch 2 Kilo rein. Dann packen wir hier noch Kartoffeln hinein. Und die Bandagen noch passen nicht. Schade. Klamotten passen dann dementsprechend auch nicht. Das wiegt alles viel zu viel. Den 1 Kilo würde ich gerne noch ausnutzen. Wie viel kriegen wir denn rein davon? Er bietet mir doch 6 Stück an. Kriegen wir 2 davon rein? Auch nicht. Kriegen wir 1 davon rein? 1 ging noch. Okay. Dann sind wir hier komplett voll. Hier sind wir schon komplett voll. Hier auch. Na super, wir sind fast voll im Inventar und unsere Schränke. Oh nein, hier passt noch was rein. Unsere Schränke sind noch nicht ganz voll, sehr gut. Aber jetzt fast. Ja. Dann ist erstmal was, wollte ich zwar eigentlich nicht drücken, aber okay. So, machen wir mal 108. Shit, passt nicht rein. Ach so, wir haben bloß noch ein Kilo frei. Ja, 19 haben wir einstecken, ne? Packen wir noch 2 da rein. Dann packen wir noch 1 da rein. Und dann sind wir auch hier schon wieder voll. Dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. 3 Tage Zugfahrt. Erstmal machen wir den Rückwärtsgang rein. Dann starten wir die Engine. Und dann Bremse aus. Und dann fahren wir rückwärts. War die vorher schon gelb? Ich glaube nicht. So, die schöne Sache beim Rückwärtsfahren ist, dass man halt so gut wie gar nichts sieht. 16.34 Uhr, naja. Uns bleibt ja nicht viel übrig, ne? Dann fahren wir mal wieder zu dem Häuschen vor, bei dem wir die Weiche stellen konnten und gucken, ob wir da reinkommen. Ach, hier hatten wir ja auch so ein Häuschen. Ah, Moment, jetzt haben wir hier vorne so eine Weichen. Die waren doch vorher noch nicht da, aber das bringt uns ja jetzt hier nicht viel, weil die führen ja alle bloß in das Gebäude rein. Aber lasst uns trotzdem mal kurz anhalten. Ich würde ganz gerne nochmal hier ins Gebäude gucken. Hier, stopp, stopp. Ah, okay, also wir haben auf jeden Fall die Weichen, die wir jetzt umstellen können, aber es bringt uns, wie gesagt, nichts. Die führen alle bloß in das Haus. So, dann lasst uns hier nochmal reingucken, ob die jetzt alle... Okay, die ist auch offen, sehr gut. Und hier ist auch nichts drin. Ich überlege jetzt gerade, ob ich vorher die Weichen einfach übersehen habe, aber das hätte ich doch gesehen. Ich gucke mir dann nachher nochmal die Folge an. Haben wir hier? Hier auch. So, das ist dann für das Erste. Ich gucke mir nachher nochmal die Folge an, bei der wir dort lang gekommen sind. Bei der Weiche davor. Aber beim besten Willen, das hätte ich doch gesehen, wenn da so ein riesen Hebel daneben gewesen wäre. So, volle Kraft voraus. Wir haben ja sowieso genügend Sprit, ne? Wir sind immer noch weit über Tankfüllung. Dann, na, hier war's. 100%. So ein Umstellwerk wäre schön gewesen, dass wir unsere Zugmaschine... Oh, wartet. Bald werde ich im großen Lager unserer Gruppe kommen. Vielleicht waren sie in der Lage, die Basis zu verteidigen und ich werde dort Zuflucht finden. Ey, ich glaube wirklich, das Spiel erhört uns mittlerweile. Wenn ich sage, wir haben kaum noch was zu trinken, finden wir Wasser. Wenn wir fast am Verhungern sind, finden wir eine Tankstelle mit Essen. Wenn ich sage, ey, ich hätte gern mal ein bisschen mehr Story und vielleicht Freunde und Verwandte zu finden, kriegen wir mehr Story und Frinden.
finden wahrscheinlich bald Freunde und Verwandte. Also, hey, wie geil ist denn das? Vielen Dank, liebes Spiel. Du hast dich der Bedürfnisse deiner Spieler sehr, sehr gut angepasst. So, was ist denn das? Soll das die Sonne sein? Oder ist das das Licht, was spiegelt vom Zug? Moment, das müssen wir ausprobieren. Okay, es soll die Sonne sein. Sehr, sehr realistisch. Weiß gar nicht, wie weit weg das insgesamt war. Aber wenn wir natürlich die Basis unserer Freunde dort finden, dann haben wir da bestimmt auch Schränke. Oh, hier vorne war es, ne? Ja, hier war es. Schnell zurück, zurück. Nein. Wir müssen auch noch entgegen der Fahrtrichtung laufen. Was eigentlich gar keinen Unterschied macht. Aber egal. Oh, na Mensch, das war doch mal ideal hier. So, genau. Und jetzt hier. Oh nein, hier ist keine Weiche. Ach doch, hier ist eine Weiche. Drüben, habe ich die wirklich übersehen das letzte Mal? Das würde mich sehr ärgern. Oder vielleicht waren die Weichen noch gar nicht mit drin, weil es noch gar nicht programmiert war. Ich würde sagen, wir fahren trotzdem noch mal ein kleines Stück zurück. Wir stehen jetzt halt gerade hier direkt auf der Weiche. Fahre ich lieber noch mal ein kleines Stück zurück. So, passt das jetzt? Ja, jetzt sieht es doch gut aus. Dann stellen wir das Ding hier einmal um. Und dann machen wir uns auf den Weg. Was? Nein, warum kann ich es nicht? Was? Defect Railroad Switch. Hä? Aber hier im Häuschen ist nichts. Zeigt ja mit einem Pfeil darüber, aber da ist ja nichts drin. Ach Menno, ich habe mich gerade so gefreut. Defect Railroad Switch. Ja, aber ich kann es ja nicht switchen. Stehen wir immer noch zu weit vorne? Wir fahren mal noch ein kleines Stück zurück. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Dann fahren wir noch ein Stück zurück. Es wird halt langsam auch ganz schön dunkel und ich bin nicht so gerne im Dunkeln draußen. Auf jeden Fall nicht, wenn hier Zombies rumrennen. Obwohl die Wälder ja meistens ruhig waren. Nö, wir können es immer noch nicht umstellen. Hm. Die vorderen konnten wir umstellen, die hier aber nicht. Aber woran liegt das? Ich bin gerade wirklich zu blöd dafür, um das zu kapieren, warum wir hier das Ding nicht umstellen können. Jetzt vielleicht? Nein, auch nicht. Ach, Menno. Der hat ja selber gesagt, er kommt bald zur Basis zurück, wo wir unsere Freunde treffen. Das wird ja doch nicht das allererste Dorf gewesen sein. Also da waren ja keine Freunde mehr von unserem Start. Ich meine, wir haben genügend Sprit. Wir können auch gerne noch mal ein Stück weiter zurückfahren. Das ist alles nicht das Problem. Aber ich möchte jetzt auch gerne ungern und unnötig vor allem den Sprit verballern. Wir können die nicht umstellen hier. Jetzt lasst mich noch mal hier reingucken. Aber wie gesagt, hier war ja nichts drin. Also was hätten wir hier umstellen sollen? Nö. Ach Mist, ich hoffe, ich bin gerade nicht einfach zu blind dafür und ihr denkt euch schon alle beim Gucken, Mensch, bist du bescheuert, dort musst du doch hin und das war doch da und wahrscheinlich ist es so, aber naja, ich kann es nicht ändern, ich kann es hier nicht umstellen. Von daher fahren wir wohl doch lieber nochmal ein Stück zurück oder ich fahre mal ein Stück vor, vielleicht hat sie sich auch automatisch umgestellt. Könnte natürlich auch sein. Das probieren wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Lasst gerne ein Abo da und dann macht's gut.